Gebrochenes Herz, wem widmet Pietro Lombardi diese Zeilen? Meint er damit etwa Sarah, 25, oder vielleicht doch eine geheimnisvolle Unbekannte? Fast 1,5 Jahre ist es nun schon her, dass Pietro Lombardi, 25, und seine einstige DSDS-Liebe, Sängerin Sarah, sich trennten für ein lebensfrohes Stehaufmännchen wie ihn mehr als genug Zeit, um über das Liebesaus hinwegzukommen. Doch jetzt zeigt sich überraschend emotional und deutet sogar Liebeskummer an. Verstecke dein gebrochenes Herz nicht, es ist wunderschön. Es zeigt, dass du gekämpft hast und jetzt noch stärker bist, schreibt du urplötzlich auf Facebook. Das dazugehörige Bild wirkte ebenfalls eher nachdenklich. Im dunklen Hoodie und mit tief ins Gesicht gezogenem Cap blickt der Papa des kleinen Alessio, 2, eher niedergeschlagen drein. Ob die Sonnenbrille dabei sogar noch ein paar Tränchen verbergen soll? Selbst wenn, dass seine aktuelle Laune sich auf Ex-Liebe Sarah bezieht, ist eher unwahrscheinlich. Schon vor knapp einem Jahr gestand im Interview mit Promiflash, ich war generell nicht so traurig über das Ganze, was passiert ist, wenn ich ehrlich bin. Den damaligen Seitensprung scheint er also bereits längst verdaut zu haben. Hoffentlich spricht hier also nicht über einen gescheiterten Liebesanlauf mit einer potenziellen neuen Flamme.